Reise bis hierher. Die Gussfestung war trocken, doch der Reiter entfesselte das Wasser. Und dann jauchzten die Erschaffer, denn ihre Schmiede brannte wieder. In ihren Feuern machten sie einen Schlüssel, der Stein erwecken konnte. Jawohl, und damit auch willkommen zurück zu Darksiders. Ich habe festgestellt, dass man immer so eine Zusammenfassung bekommt, wenn man das Spiel startet neu. Und die kann man sich ja durchaus mal angucken. Also mit in der Aufnahme haben sozusagen. Werde ich jetzt immer probieren, das halbwegs auf die Reihe zu bekommen. Und ja, wir reiten weiter mit unserem Tod zum Wächter. Beziehungsweise zu der Kreation, die den Wächter wecken kann. Laut Questmarke soll die irgendwo hier hinten sein. Das haben wir schon abgegrast. Können wir mal beim Bulgrim vorbeischauen, wenn wir gerade hier sind. Wir haben zwar bloß 2 Marken, aber ich glaube, der hat auch nur was für Gold. Komm näher. Bin doch schon da. Ich habe neue Waren, wenn du die Münze hast. Theoretisch habe ich die Münze, selbst zumindest nachdem ich hier einen ganzen Schotter verkauft habe. Das Teil hebe ich mir mal noch off. Jetzt jammern die rum wohl drin. Alles verticken. Das ganze Geraffel hier. Heiltränke werden wir uns mal aufheben. Und das sind sowieso Quest. Ups, Bausteine. Ich wollte es doch gar nicht beenden. Frische Waren. Neuvergabe. Dann hat er hier. Achso, okay. Wir brauchen zumindest. Zumindest. Naja, 5 so eine Dinger brauchen wir schon, damit es sich lohnt. Deshalb lassen wir das doch. Ich muss alleine gehen. Das ist kein Ort für ein Pferd. Ja. Ich muss alleine gehen. Ach komm, jetzt Sydney rum. Ich hoffe übrigens, dass der Donner, der hier hin und wieder mal im Hintergrund erscheinen wird, nicht zu sehr die Aufnahme beeinflusst. Denn es gewittert gerade ein bisschen bei mir. Obwohl es halt gar nicht so warm war und war nicht ganze Zeit bewölkt und so, aber ja, letzte Nacht hat so gewittert. Aber es war gut zum Angeln, muss ich sagen, denn ich habe, na gut, ich weiß ja nicht mehr, wann das Video hier rauskommt, aber ich habe halt ein paar kleine Barsche habe ich gefangen. Hat Spaß gemacht, definitiv. Na Elbe, vielleicht ist er unter euch auch ein Angler. Das ist kein Ort für ein Pferd. Allerdings ist mir oft gefallen, wenn man im Angelladen geht, bezahlt man meistens mehr, als man sich eigentlich vorgenommen hat. So war es zumindest bei mir die letzten Male immer. Heute wollte ich mir eigentlich nur eine günstige Spinnrute kaufen. Und dann war es doch was etwas teureres. Ach ja, hier gibt es diese coolen Teile. Oh ja. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, man braucht das Teil jetzt noch ein paar Mal. Allerdings will ich erstmal kurz gucken, was hinter der Tür ist. Ein Raum, eine verschlossene Tür. Nichts sozusagen. Dann nochmal hoch auf die Kreation. Der können wir jetzt genau so eine Kette anbringen und dann hier so übelst elegant auf der Kette langlaufen.
schon mal, sind wir drüben. Für die Leute, die es interessiert, wann ich hier das aufnehme gerade, es ist der 29. Boah. Die sind ja frech, die Gegner hier. Es ist der 29. Juli. Also, es kann durchaus sein, dass es... Ding, Level Up. Dass es schon etwas später ist, wo das jetzt rauskommt. Momentan läuft für mich noch das Bastion-Let's Play, aber das habe ich nur schon durch und... Da wollte ich einfach schon mal was Neues anfangen zu zocken. Und da hier Darksiders gerade im Steam-Angebot war, konnte ich mir das absolut nie entgehen lassen. Vorher hatte ich es mir immer nur ausgeliehen. Aber halt nie fertig spielen können. So, haben wir das. Ich habe gesehen, wir haben erstmal einen Stufenaufstieg. Und ich muss mal gucken, was hier dann so Sachen sind, die wir als nächstes skillen. Ghule verursachen bei Feinden im Umfeld zusätzlich Feuerschaden. Ja, ja, sowas kommt dann, aber erstmal verbessern wir uns hier Schritt für Schritt. Hier dahinter ist eine Kiste. Wir haben hier auch Bomben. Und man kann die Bomben zum Glück auch... Also man kann mehrere... anbringen. Da hole ich mir gleich mal zwei. Da kann ich da hinten auch noch eine anpappen. So es weitergeht dann. So. Kiste. Ja, Geld nehmen wir gerne. 29.000 haben wir jetzt inzwischen. Meine Güte, das liegt daran, weil wir so viel verkauft haben gerade. So, oh, das war Glück. Hops, hops, hops. Ich will das mal gucken, bevor ich mich hier runterfallen lasse, aber es sieht so aus, als müsste ich... Ja, das ist alles in Ordnung, wenn ich hier runtergehe, denke ich. Ah. Lass mal das Nest auseinandernehmen. Die Ghule halten uns inzwischen. Ist auch sehr geil gerade, glaube ich. So, und eine Sache wollte ich noch gucken. Wir hatten ja hier noch eine Sense eingesammelt. Die macht aber weniger Schaden. Wir haben aber eine höhere Exekutionschance, aber ach... Lass mal erstmal die, die wir haben. Ich mag diese Pistole übrigens übelst. So. Es könnte durchaus sein, wenn ich hier so weiter... Ach komm. Darksiders spiele. Dass ich das Let's Play fertig habe, bevor es angefangen hat. Also, öffentlich zu gehen. Es ist ja aber nicht unbedingt schlimm. Ich kann dann zwar nicht mehr auf irgendwelche Wünsche oder irgendwas eingehen, aber... ja. Das ist ja nicht so schlimm. Das
werdet ihr mal verzeihen können. Wir kippen ja mal den Hebel um, schauen mal, was passiert. Es gehen zwei Türen auf, das ist schon mal ganz cool. Hier sippt Lava raus, dann gucke ich nochmal hier oben. Ah, hier kann man wahrscheinlich nicht weiter. Ist ein bisschen eingefallen alles. Hier ist noch zu, da ist eine Kiste hinter. Und da geht's noch irgendwie nach oben, da gehe ich jetzt mal schnell schauen. Bevor wir dann weitergehen. Na, muss ja wohl hier rüberhoppen können. Ich frage mich, ob's hier auch noch dann irgendwie so eine Art Doppelsprung gibt oder so. Oder so fliegen. Tod konnte er dann fliegen. Ach, Tod, Krieg meine ich. Mehr Schaden? Oh, die legen wir an, die sind im allen besser gewesen. Das ist ja gemein. Soll ich mich teilen oder was? Miese Sache. Es gibt sicherlich einen Skill dann dafür, um da reinzukommen. Die Säule sah so aus, es könnte so umkippen. Ja, vielleicht gibt's irgendwann mal einen Skill, wo wir uns teilen können, aber anscheinend hier jetzt gerade nie so richtig. Bam. Haben wir hier noch diesen Meteoranschlag? Ja. So, erstmal hochgehen. Gehen wir erstmal nach oben. Ach ja, brauche ich nie nach oben gehen. Dahinter ist nur der Ausgang. Was war das denn? Manchmal grummelt das so eigenartig und ich weiß nie warum und ob's Gegner sind, keine Ahnung. Puh, das war, glaube ich, gar nicht mal so unknapp. Wow. Das Teil war gar nicht mal so unklein. Da muss ich auf jeden Fall rauf. Da muss ich drüber. Da kommen wir auch noch nie hin. Das erinnert mich übelst an Ironforge. So mit den Zwergenstatuen da hinten. Ich glaube, das können wir uns sparen. Hier scheint es nicht weiter zu gehen. Ah, ich weiß, was wir hier kriegen. Wenn ich da oben die Ringe sehe, bin ich mir ziemlich sicher, wir bekommen diesen Greifarm. Und ich frage mich, was es mit diesen Glasteilen hier auf sich hat. Das ist ja nicht das Erste, das wir davon sehen. Machst du die Tür auf? Danke. Poch, da ist ein Hebel, also betätigen wir doch erstmal den Hebel. Ah, das kommt mir sehr bekannt vor. Das ist auch ein Hebel hier. Der gerade irgendwas ausgelöst hat, aber ich habe keinen Plan, was. Ich glaube, diese Spikes sind dort eingefahren. Gucken erstmal hier nach oben, würde ich sagen. Genau. Und jetzt sind wir einen runtergesprungen, einfach, und haben die Murmel runtergeholt. Schöne Sache.
So, allerdings nutzt die uns jetzt hier so viel noch nicht. Müssen die dann dort hochfahren? Glaube ich. Wir gucken aber erstmal, was es hier oben zu holen gibt. Noch einen Hebel. Eine verschlossene Tür. Da drüben ist so ein komischer Stein, wo ich nie weiß, wie man den verwendet. Das Zuppeln machen wir schnell auf. Da ist die Kuhle für die Kugel. Geht klar. Aha.